Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei unserem kleinen netten Teilnehmerspiel hier. Heute, ich meine Koppelon. Na klar, heute kümmern wir uns um die Städteentwicklung, um die jetzt überall auf 100.000 Prozent zu bringen. Das bedeutet, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir nur fertig. Kann ich da überhaupt landen? Nee, noch nicht. Aber in Seeheim sollte jetzt was zu tun sein, wenn ich mich richtig erinnere. Also kümmern wir uns jetzt mal um Seeheim. Wie lande ich nochmal so? Ja. Okay. Richtig. Seeheim wurde nämlich ausradiert. Jürgens Imbiss hat Feuer gefangen, der Wind ließ die Flammen lodern. Auf diese Weise ist die gesamte Stadt abgebrannt. Ja, ne? Wie das nur passieren konnte, ich weiß es nicht. Wegen des Brandes sind viele Menschen in andere Städte gezogen. Seeheim wird bald zur Geisterstadt, wenn nichts unternommen wird. Schutt und Asche. Und das nur, weil ich ein neues Rezept ausprobierte. Feuergulasch. Was für ein Noob. Was ist das? Unglaublich. Hallo. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich bleibe. Meine Ernte. Oh. Wie ihr seht, ist Seeheim im Arsch. Ja, das hat man schon gesagt, ne? Also gehen wir jetzt mal zu Will. Schauen wir mal, ob der noch da ist. Chef Heinz, ich war auf der Entwicklung der Städte. Diese Stadt muss von Grund auf erneuert werden. Ohne Erneuerung gibt es keinen Fortschritt. Hier wird sich nichts ändern, solange man diese Politik betreibt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt immer mal 10%. So. Hallo Will. Achso, Sie haben gesehen, mein Haus ist verschont geblieben. Ich fürchte jedoch, dass es das einzige Haus war. Wills Flugzeug ist fertig und es fliegt sogar. Er wollte Paul und alle Leute aus Moronia mitnehmen. Okay, ja, bla 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 bla. Okay, wenn ich mich richtig erinnere, muss ich den Meister hier finden. Nenne ich ihn einfach mal so, ne? Du reist umher, richtig? Du ziehst durch Städte? Tust du mir einen Gefallen? Na klar. Großartig. Wie du siehst, ist die Stadt. Blablabla, leider sind wir nicht. Blablabla, hier sind 9 Briefe, gib sie bitte weiter. In den Briefen bitte ich um Geld für den Wiederaufbau der Stadt. Ich hoffe auf die Großherzigkeit und den Edelmut der Leute. Okay, dann gehen wir die mal verteilen. Das könnte jetzt etwas dauern. Ich würde sagen, ja. Wir sagen, wir klappen einfach alle Städte durch. Und wir fangen mit Loire an. Bis gleich. So, Loire. Das sollte eigentlich fertig sein. Ja. Okay, jedoch haben wir noch Briefe, die wir hier verteilen könnten. Und ich glaube, haben wir das schon gemacht? Nein, noch nicht. Also können wir auch noch, ein Häuschen kaufen. Marcel, dem haben wir ja auch geholfen. Also versuchen wir mal, Marcel etwas Geld zu entlocken. Okay. Hey Marcel, wie geht's? Was ist das für ein Brief? Eine Stadt zerstört durch Feuer? Aha, eine Stadt in Not. Ich habe jetzt genügend Tage. Ich schicke etwas Geld, damit die Stadt wieder aufgebaut wird. Okay. Das wäre eine. Dann, ja, ich glaube auch Pierre. Dem können wir auch hier das anvertrauen. Bist du Pierre? Nee, Pierre war hier, ne? Richtig. Von einer Freundin? Wow, einigen geht es ziemlich gut. Ich werde auch spenden. Es ist nicht sehr viel, aber klein viel macht auch Mist, oder? Okay.
2. Können wir hier vielleicht was Interessantes einkaufen? Bezweifle das ja eher. Ja, da gibt es immer noch den Gleisen. Mist, nehme ich mal an. Ja, den gleichen teuren Mist. Okay. So, 2. Brief haben wir mal los. Was haben wir hier? Das Innen. Da glaube ich, ist keine wichtige Person. Und sonst, ist hier noch jemand? Scheint nicht der Fall zu sein. Was haben wir hier links? Rokos Apartment. Das scheint mir keinem. Ah, das Zimmer haben wir schon gekauft, richtig. Ich war mir da nicht mehr sicher. Okay, hier war keine wichtige Person. Ah, richtig, richtig. Ich weiß, wer hier noch von Bedeutung sein könnte. Nämlich, ich blabber mit der Reden. Der Winzer? Und die Schneiderin, wenn ich mich richtig erinnere. Das müssen auch die einzigsten sein, wenn ich mich richtig erinnere. Einfach eiskalt den anderen Speicherstand überschreiben. So, der Winzer, was haben wir hier? Müfter Apartment, hier kann man. Nee, hier soll man eigentlich nichts zu tun haben. Das hier auch nicht, was ist hier? Ah, Marie, hier. Da bist du ja, ne? Dieser Brief, du meinst doch nicht. Nein, noch nicht. Wie bitte? Ein Brief von Leuten, die ein schreckliches Feuer überlebten? Oh, ich verstehe. Das unterstütze ich natürlich. Ich verfüge über etwas Geld. Okay, und jetzt noch dem Winzer. Dem haben wir ja auch geholfen. Der ist uns somit eigentlich was schuldig. Der ist hier, ne? Nee, hier. Die Kleidung ist hier teuer und das Design ist etwas altmodisch. Ja, ja. So, hallo. Warum trägst du diesen Brief bei dir? Bist du ein Postbote? Was? Eine vom Feuer zerstörte Stadt? Das ist furchtbar. Ich werde etwas zum Hilfsfonds für den Aufbau der Stadt beisteuern. Okay, so, das wäre dann hier alles. Dann, Nixdorf, Stadt. Bis gleich. Aho, da hier müsste. Darf ich mal checken, ob hier alles fertig ist? Okay. Und dann. Das wurde geändert, ne? Das sah so letztes Mal nicht aus. Ist wohl expandiert. Kann man das eigentlich mal umsehen, ne? Glaube ich mal. Oder nicht? Columbo fühlt sich viel besser. Er ist gerade hinausgegangen. Er sagte ihm, er sollte sich ausruhen, doch er blieb Bewegung. Als ich von Neo Tokyo sprach, wurde Columbo sehr nervös. Ich hoffe, dass er keine dummen Sachen mehr anstellt. Okay, jetzt ist wirklich alles neu. Also reden wir einfach mit jedem. Okay, das scheint ja nicht so grundfügig geändert zu haben. Ah, das hier ist ein neuer Arzt. Okay. Was könnte man noch erledigen? Ja, der Fischer, glaube ich, könnte mal helfen und sonst. Ne, mit dir habe ich schon geredet. Die Kirche, ne? Ah, hier. Was ist das für ein Brief? Von den Menschen einer zerstörten Stadt, darf ich mal?
Schrecklich, wie grausam ist doch das Leben. In Zeiten wie diesen muss ein Mann Stärke zeigen. Ich werde dir helfen. Ich habe viele Ölsardinen verkauft. Ich kann das Geld gut entbehren. Okay, gut. Ja, bla bla bla, das haben wir schon. Okay. So, fehlen noch 4 Briefe, ne? Hier damit, Kaffeepause. Lecker, lecker Kaffee. Oh, wer ist denn hier müde? Keine Müdigkeit vortäuschen. Okay, die Kirche noch, ne? Johann, kennst du die Quadros? Ja, haben wir schon gehört. Die Kirche, Kirche, Kirche. Und was haben wir denn hier? Ehegarten. Ich mache hier alles kaputt und er sagt, schön dich zu sehen. Ja. Okay, der gibt mir nichts mit. Schade. So, in der Kirche. Vielleicht wollen die ja spenden. Ist ja immerhin die Kirche. Nee. Knickrig wie immer. Und die Schule? Was lernt ihr denn? Ja, ich war dabei. Ja, früher war früher, heute ist heute. Ja, wenn man das überall. Ja, ich benutze immer noch mal ein Schwert. Psst. Sag bloß keinem, dass ich hier verschwinde. Oh, er bricht aus. Okay. Einspruch, Einspruch. Dem Herrn sei Dank. Ja, der Herr, nicht der Doktor. Natürlich. Kristall! Meins. Oh, so wertvoll. Ich brauch die Magie unbedingt. Okay. Columbo scheint mir doch eine sehr wichtige Person zu sein. Egal, so, hier sind wir fertig. Dann nächstes Dorf. Liberita, glaube ich. Ja, ich habe ganz Großbritannien vergessen. Da gibt's ja auch noch was. So, Sir Fitz, der wird uns auch bestimmt helfen. Der hat ja Geld wie Heu. Hallo, was sind Sie? Was? Ah ne, richtig, da unten war es. Ich hatte den irgendwie anders in meinem Kopf. Sir Fitz, oh, was ist das für ein Brief da? Zeig ihn mir. Mein Gott, diese arme Stadt muss geholfen werden. Ich schicke einen Geldboten zum Wiederaufbau der Stadt. Das ist gut, vielen Dank. Okay, gut, nice. Dann wäre das auch erledigt. Und jetzt aber, liebe Rita, das, ja, schauen wir uns jetzt an. Okay, das bedeutet, sind wir auch fertig, aber haben wir uns das schon angesehen? Ich glaube schon, ne? Ein Edelstein. Ah ja, richtig, den brauchen wir später, da müssen wir später nochmal hin. Ja, richtig, da Neo Tokyo gehen wir auch noch später nochmal hin, aber zuerst, müssen wir, wie unser Traum uns gesagt hat, diese Mondsteine sammeln und dieses Juwel da vorhin, das ist eines davon. Okay, das bedeutet, zum Beispiel, wir einfach mal ab.
So. Nie Geld habe ich nicht. Gut. Wer war hier interessant? Ich glaube zwei Leute. Da wäre zuerst mal Sam, glaube ich. Was hat er nochmal gemacht? Sam, ne? Oh ne, kein Platz zum Joggen. Ich will gewinnen. Ich will den Hauptgewinn. Ich will den Hauptgewinn. Ich will den Hauptgewinn. Ich will den Hauptgewinn. Gib mir den Hauptgewinn. Okay. Ich habe zu viel dabei, das bedeutet normalerweise. Obwohl, ne, Leons Meisterwaffe will spalten. Ja, Bronzezeug kann man wegschmeißen. Okay. Wie, ich hab zu viel dabei. Ist es dann eine Rüstung? Nee. Oder könnte es vielleicht auch. Nee, ich wollte zu den Items. So. Ich könnte natürlich auch irgendwie eine Knolle sein, die ich schon zu oft habe. Einfach schlucken. Okay, dann ignorieren das einfach mal. Los kaufen. Es fühlen. Ja, einfach weiter hier. Ich will doch nur. Oh Mann.
Ich glaub dem nicht mehr. Dass da wirklich eine Waffe gibt. Also, kein Bock mehr. So, was haben wir hier? Sam? Hm. Ah, Tom. Auch hier genau, sie haben kocht die Karte Speisen. Ein volles Wurstglas im frischen Brotmantel. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass du mir Geld geben könntest. Auf Fernsehen zu schauen, das ist nicht gut für dich. Alle sind einfach so verschwunden, ja, na klar. Alles Propaganda. Nun gut. Ich brauche da nur zwei Briefe zu verteilen. Wo sind denn die Leute? Ne, ein Brief. Tom wollte ja keinen. Oder ne, wer war nochmal der Erfinder? Hier gab es doch einen Erfinder, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gab überall einen Erfinder. Ne, hier wurde das Telefon erfunden normalerweise. Das sollte aber irgendwo hier sein. Ah, hier haben wir es, ja. Sam, bist du da? Ah ne, der sollte hier sein. Hallo, ich will Geld haben. Ich hatte davon, ich mache mir Sorgen um Amanda. Lass mich helfen, meine Ex-Freundin wohnt dort, das betrifft auch mich. Was? Jemand, der sich um seine Ex kümmert? Was? Okay. Und schon, was hat er nochmal erfunden? Richtig, Elektrizität und Telefon kommen von hier. So, wie viele Briefe habe ich jetzt noch? Einen noch, okay. Einen, wer könnte das sein? Goldküste? Obwohl Goldküste ist noch nicht ganz expandiert. Kinder, die haben eh kein Geld. Ja, dann... ja, natürlich! Wer hat jetzt Geld? Na klar, in Seeheim gibt's noch einen Mann, der Geld hat. Und das wäre Will, glaube ich mal. Der wird ja eh helfen. Ne? Will, du willst uns helfen? Ach, was ist das für ein Brief? Ein Brief der Leute aus Seeheim? Natürlich helfe ich, wann immer es geht, werde ich helfen. Einer allein ist schwach, doch gemeinsam sind wir stark. Ich werde auch meine Freunde und die Leute aus Maronia holen. Nice, okay. So, jetzt, haben wir die Arbeit vollbracht. Hast du an das Ausliefern der Briefe gedacht? Die ersten Spenden sind bereits angetroffen. Die Leute von Seeheim können wieder Hoffnung schöpfen. Okay. Und jetzt sollte es geklappt haben? Nein? Okay, aber... jetzt, ne? Yes, und viel... das ist neu. Was haben wir hier? Mumu! Ja, Mumu, du auch. Mumisch an. Halt, die Stadt explodiert, wurde die Farm kleiner. Nun müssen alle ohne frische Waren auskommen. Okay, da sind einige Leute etwas skeptisch zur Expansion. Ich liebe es, in Ruhe das Feld zu bestellen. Soll ich eines Tages wiedergeboren werden, dann als Bauer. Okay, die sind einfach hier hingezogen, weil... ja, Expansion und... das Rurale hat halt gerufen, so. Wie sieht's aus, Seeheim? Ich hätte nie gedacht, dass wir eine neue Chance erhalten. Mir kommen die Freudentränen, wenn ich mir die Stadt anschaue. Okay, dann, ja. Was können wir noch hier erledigen? Ja, ist Seeheim jetzt fortgeschritten oder nicht? Ja, dann muss man wohl...
ganz durchschauen. Was zu trinken gibt her. Oh Mann. Von vorne? Mist. Hallöle. Wer bist du? Wer hat dir erlaubt, hier einzutreten? Hallo. Warum sagen die alle Hallo? Das Zwerge, ich bin das gewöhnt von Final Fantasy IV, dass die Zwerge. Nix sind Dinosaurier? Hua, wovon redest du denn überhaupt? Was wäre gewöhnt, dieser Quatsch von jedem zu machen? Was? Ah ja, wegen da. Das war in den. In der Höhle. Der Steinbrand vor der See haben wir überall bekannt. Jeder kauft nun Waren aus Seehall. Yay! Sie haben Sparen, wurden an mehrere Märkte verteilt. Okay. Nach dem Brand gab ich eh keine Chance mehr. Doch nun weiß ich, dass Wille und Hoffnung Wunder bewirken können. Oh, das hast du aber schön gesagt. Okay, was haben wir hier noch? Ein Hotel? Ich wollte schon immer in einem Hotel schlafen. Ist es ein tolles Hotel? Hallo, Bourbon ist okay, aber dieser Wein aus Dubai ist momentan in. Lang lebe Seeheim, die ewige Stadt. Wenn du glaubst, keine Stadt halt ewig. Keine Stadt. Eine brillante Waffe. So. Ja, das schauen wir uns dann später an, ne? Das ist mir viel zu teuer. Hallo, Rö. Hier ist nix. So, wie sieht's aus? Ich heiße Heinz, blablabla, dadurch bin ich nur neu. Die Entwicklung dieser Stadt bereits verlinkt, normal. Wie das weitergeht, dann sieht es... Okay, wir sind hier also auch fertig. Gut. Ja dann, bye bye. Ich will hier nicht schlafen, das kostet Geld. Ich muss jetzt sparen, um neue Rüstungen und Waffen zu kaufen. Hallo? Red doch mit mir. Tja, außer du. Hallöle. Ich bin hierher gekommen, um einen Dinosaurier in Tracks zu sehen. Es gibt keine Dinosaurier mehr. Sag mal, war ich überhaupt herangegangen? Ah ja, okay. Weil das da sieht irgendwie aus wie... Ah, das ist Kettle und nicht Croissant. Also das sah aus wie ein Croissant, wenn ihr versteht, was ich meine. Jürgen, der große Koch, hat ja sein eigenes Restaurant. Ja, Jürgen hat die halbe Stadt verbrannt. Die ganze Stadt verbrannt. Die ganze Welt hat uns geholfen, den Seeheim wieder aufzubauen. Man könnte sagen, dass die Stadt aus Großherzigkeit entstanden ist. Großherzigkeit. Oh, ich habe auch ein großes Herz. Kein Problem, wo habe ich denn meine Kamera? Bitte sehr. Wa. Aula. Liebe Ritter. Goldküste. Nein! Okay, das wären eigentlich alle. Wenn ich mich nicht irre. Ich hab dir doch alle gegeben. So, was haben wir hier? Wir sorgen dafür, dass sich so eine Katastrophe nie wiederholen kann. Wir wollen eine Brandwache und gründen dann die Brandbürgerwache oder was. Ich habe jetzt nicht fertig gelesen. Hölle! So können wir das jedes Fall sofort im Kammer stecken. Boah, ja, hier sind die Profis mit der Sonnenbrille. CSI Miami. Sie haben mir die Sicherheitsstellung, bla bla bla. Ja, ja. Freu dich nicht zu früh, mein Junge. Freu dich nicht zu früh. Ja, ja. Erinnerst du dich? Ich bin Jürgen, der geniale Koch. Inzwischen gibt es überall Jürgen-Restaurants. Los, schau es dir an. Später, später. Ja, ein Kristall, das ist meiner. Ich teile den mit niemandem. Gebaut ist auch wieder Himmel gebaut. Unglaublich. Ist ja gar nicht zu fassen.
Früher hat mir im Seeheim gefallen. Ich schuftete hart und die Natur belohnte mich dafür. Doch hier spüre ich den Odem Natur nicht mehr. Ja, dann geh fort. Da links war so ein Bauernhof, da sollte es dir dann sicher gut gefallen. Das hier wird eine etwas längere Folge, aber egal. Oma Steve, verhalte dich ruhig. Okay. Bum di ja da, bum di ja da, bum di ja da, bum di ja da. Nee, gute Güte. Was hat die Frau im Kopf? Okay. Komm, wir gehen jetzt mal in den in den McBurger. Den Jürgen Burger nenne ich ihn mal. Da waren seltsame Sachen drin. Egal, schauen wir uns das nochmal an. Hallo, ist das der McDo? Oh, Jürgen ist etwas geworden. Ja, natürlich. Mit meiner Hilfe wird aus jedem was. Er war früher Vegetarier, doch weil er sich ständig übergeben musste, ist er nur noch fast. Was? Hihi, lass es dir schmecken. Das ist lecker, bereits mein 8. Hamburger blöbst mein Bauch. Yay, lächeln. Das war grauenhaft. Klar. Oh ja, ich wollte schon immer hier den McBurger-Menü haben. Gib mir was zu futtern, Mädel. Oh, nom nom nom. Oh, das war geil. Jetzt noch Fritten dabei. Oh, und eine Cola. Ah, sehr gut. Oh, danke. Ja, das war toll. Bye, bye. Vielen Dank. Okay, da sind wir ja jetzt. Nee, warte mal. Wir haben den Willen noch nicht besucht. Wir haben den Willen noch nicht besucht. Inuas. Wo würde der Willen dann jetzt wohnen? Hier rechts weiter. Wie jetzt? Phil, wo bist du? Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, ne, Will? Hier waren wir rein, ne? Hier gab's keinen Will. Ne. Ja, dann suchen wir mal offscreen für ihn. Na toll. Also dann, bis gleich. Hier ist noch ein Häuschen. Na, da bist du ja, Will, Gott sei Dank. Will, Flugzeug ist fertig und es fliegt sogar. Er wollte Pammy und alle. Ja. Hallo, ist das Fliegen nicht wunderbar? Ich habe eine Bitte. Wenn du in eine Stadt kommst, in der man sich fürs Fliegen begeistert, dann bitte gib doch bitte diese Landskizzen ab. So könnte selbst weit entfernte Länder leicht erreicht werden. Tust mir diesen Gefallen. Sicher, du kannst mir die Skizzen anvertrauen. Okay. So. Geben wir die ab. Wenn ich mich richtig erinnere, war das in Norddeutschland. Nee, war das in Australien. Und da sind wir fertig mit dem Städteausbau, glaube ich. Kleiner Kontrollcheck. Das haben wir gecheckt. Das hier unten gibt es ja noch eine Stadt, ne? Wenn ich mich aber richtig erinnere, baut sich die niemals aus. War hier, ne? Ja, bla 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 bla. Lass mich einfach fliegen, so. Amazonas. Hier gibt's keinen Heinz, ne? Nee. Das ist einfach nur Festival und halt das Ding ist Kirchen hier hatte halt ein Plot-Event und das war's eigentlich schon. Okay. Dann hauen wir hier mal ab. Und dann geht's nach Australien. Das ist hier. Zack, zack, zack. Das war schon etwas zu schnell. Ne, da. Australien. Okay. Und hin. So, die Goldküste. Wo wäre der Major? Nee. Hier rechts. War die Touristengesellschaft Seehaus.
Ja, hier waren wir auch schon. Da, der Bürgermeister. Was? Was hast du da? Was? Was? Kann man damit Landeplätze für die Flugmaschinen bauen? Wir reden gerade über Möglichkeiten, die Stadt attraktiver zu machen. Können wir dich jetzt machen? Natürlich, das ist ganz im Sinne desjenigen, der mir die Schlitzen gab. Großartig, auf diese Weise werden uns mehr Leute besuchen. Wir werden sofort mit den Bauarbeiten beginnen. Okay. Gut. Damit sollte die Goldküste auch jetzt erweitert werden, sobald wir ein anderes Gebiet besteigen und wieder raus. Nee, okay. Habe ich noch ein Item, das verteilen kann? Nee. Gibt es hier noch irgendwo einen Koch oder so? Wie, es hat geklappt? Suchen wir mal nach Heinz. Mann, Mann, was hast du? Nichts Neues, okay. Ja. Gar nichts geändert. Okay. Das hat sich also noch nicht erweitert. Ausbau, bla bla bla. Hier. Ja, da ist ja da eins. Es müsste aber eigentlich bereit sein, ne? Nee, es fehlt noch eine Sache und das wäre das hier, ne? Wie, nee, dessen Fleisch habe ich schon verteilt, ne? Okay, noch eine Idee wäre, einfach mit dem zu reden. Ich mach das mal auf Screen. Ernsthaft? Vielleicht werden auch junge Mädchen angelockt. Ach du meine Güte. Ich glaube, das müssen sie alle gewesen sein. Ich vertraue der Sache aber irgendwie immer noch nicht. Nee. Habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht das hier? Fotoapparat. So, jetzt aber, oder? Wann ich mich nicht irre. Nee. Okay, dann muss ich das wirklich offscreen bearbeiten. Ich habe keine Ahnung, warum Seeheim warum Dinges Kirchen Goldküste nicht expandiert, aber auf jeden Fall, nächstes Mal geht es dann um die Mondsteine oder Kristalle, die wir suchen gehen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist einer in der Sahara und da schauen wir uns dann das nächste Mal an. Also dann Leute, ciao, ciao, bis nächstes Mal, euer Grifflion. Ciao, ciao.